mittendrin im Chaos. Dachte mir, mach mal die Kamera an, ne? Mittendrin im Chaos. Du möchtest nicht wirklich wissen, wie es bei mir aussieht. Ne? Ich bin hier ringsrum um mich rum komplett zugebaut mit irgendwelchen Papieren, die hier liegen zum Trocknen. Was mache ich jetzt hier gerade? Erstmal hallo, willkommen auf dem Kanal von Lucania Bell. Ich bin Ute und versinke irgendwie im Chaos. Verliere, glaube ich, den Überblick momentan. Ich weiß es nicht. Rett mich! ja. Thema Natur Journal Challenge. Die Tauschaktion vom Kanal Schnipselbude. Ja. Falls du davon noch nichts gehört haben solltest, unter meinem Video verlinke ich dir den Kanal von Schnipselbude. Dort bekommst du sämtliche Informationen. Dort kannst du dir auch einen Ausdruck, also ein Blatt runterladen, wo die Promptliste drauf ist, wo sämtliche Infos draufstehen, wie, warum, weshalb, wieso. Also Thema Natur, Journal, und das Journal wird am Ende getauscht. So viel nur mal vorab von mir. Ja, was mache ich hier? Also, ich einer der Prompts ist Spritz. Jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Was steht denn da genau? Doch, Spritztechnik steht da drauf. Spritztechnik. Spritztechnik gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Wir machen ja gerne schon mal hier so mit dem Pinselchen so Spritzen. Aber habe ich in dem Fall zum Beispiel nicht gemacht. Hier habe ich mit einer Zahnbürste Acrylfarben drauf gespritzt. Habe mir vorher hier so... Ja, das soll eigentlich ein Baum. Ein Baum sein. Ja. Mit viel Fantasie ist das so ein halber Baum. Schmetterling, klar, und hier so eine Elfe. Das ist im Übrigen Die-Cut hier. Ne? Dieses Metallteil habe ich hier einfach draufgelegt. Und hier habe ich kein Metallteil, sondern so einen fertig ausgeschnittenen Schmetterling schon. So, hier habe ich auch mit Acrylfarben. Nee, gar nicht, weil hier habe ich mit Oxides drauf gesprüht, aber auch mit der Zahnbürste, wie wohlgemerkt, ne? Also alles mit der Zahnbürste, weil dann kriegt man nämlich so schöne, feine Sprüher. Und dann auch hier mit Acrylfarben. Das ist mit Acrylfarben. Und das Schlimme ist, ich suche die Schablone. Ich suche seit einer Stunde diese Schablone und ich weiß nicht, wo sie hin verschwunden ist. Ich habe keine Ahnung. Die liegt bestimmt hier irgendwo unter meinen Bergen. Ja, dann auch hier habe ich mit Spritztechnik schon und habe dann aber noch mal mit der Schablone und mit Metallicfarben drüber getupft und dann ganz zum Schluss Sprenkel drauf gemacht. Genauso wie hier. Ja, das ist ein bisschen sehr bunt, aber es wandert woanders hin. Ja, was habe ich hier noch? Achso, hier habe ich mit Kaffee. Und zwar habe ich Kaffee hier in so einer Sprühflasche. Ich habe keine Ahnung, was da vorher mal drin war. Auf alle Fälle hat der eine sehr schöne, feine Düse. Das ist einfach Instant-Kaffee angerührt und dann, ja, das zeige ich gleich nochmal hier drauf. Das ist eine Schablone von mir. Hier so eine. Also man kann auch durchaus diese Schablonen dafür nehmen. Was habe ich noch gemacht? Ah, okay. Da habe ich, das war eigentlich ein Fehlversuch mit Spritztechnik, ne? Da habe ich hier oben so einen kleinen Test gemacht. Das ist hier so ein Mixmedia-Papier von mir. So einen kleinen Test gemacht, funktionierte aber nicht. Dann habe ich einfach Strukturpaste hier drauf gemacht und dann mit den Oxides wild drauf rumgespritzt. Und so lange, bis mir das halt gefällt. Finde ich jetzt total super. Also ich liebe ja diese Farbkombi, ne? Grün, Blau und dann die Brauntöne. Ist ja, ne? Muss ich nichts so sagen. Ja, dann, was habe ich noch gemacht? Da habe ich dann auch hier einfach Strukturpasten. Ne? Das ist so ein großes, weißes. Ja, okay, sieht man sehr viel von weißes 30x30 Papier, wo ich ja immer gerne so meine Bilder mit kreiere, also Hintergründe. Strukturen drauf und dann auch mit den Oxides. Hier habe ich sogar Crackle Paste mit drauf gehauen. Also alles Mögliche, was hier so um mich rum steht, ausprobiert. Dann habe ich, da habe ich auch nochmal, das werden wir gleich nochmal zusammen machen. Ja, das ist, sieht zwar aus wie Jelly-Druck, ist aber kein Jelly-Druck. Das machen wir gleich. Ne? Das ist einmal nur mit Grün, hier ist mit Brauntönen. Hier ist dann, kann man das erkennen? Da ist dann auch mit Metallic-Acrylfarbe. Genauso wie hier, das ist Canvas im Übrigen, ne? Deswegen ist das so weich. Auch da ist mit den Schablonen gewurstelt. So, was haben wir hier? Und hier haben wir noch einen Briefumschlag.
das auch nur mit Kaffee besprüht. So, das muss man da weg. Jetzt, ja, guck ich mal hier. So, lege ich mir das hier so drauf. Das gibt es hier oben und unten, obwohl das ist ja eigentlich egal. Das ist eigentlich egal. Ich nehme mir meinen Kaffee. Und das riecht so lecker. Ich habe so einen Kaffeedurst. Und dann spritze ich einfach hier wild drauf rum. Weil er hat wirklich wie so ein feiner Sprühnebel kommt da raus. Einmal weg. Einmal mein Föhn. Das ist jetzt natürlich eine ganz zarte Schablone. Das habe ich vorhin mit der anderen gemacht und habe dann, nachdem das getrocknet ist, die Umrandung hier mit einem Gelstift einfach mal so ein bisschen nachgekrackelt, nachgedudelt. Ne? Und dann den Rand hier ein bisschen dunkel gemacht, fertig. Dann noch zum Schluss ein bisschen Sprenkel drauf. Ja. Dann kann man das entweder auf eine Karte drauf machen, auf eine Seite drauf machen oder. Aber ich glaube, das ist mir noch ein bisschen zu wenig, zu blass. Ich muss gerade einmal kurz hier drüber gehen. So. Wie rum habe ich den gerade gehabt? So rum, ne? Ja, wegen dem Rand kann man die jetzt gut nochmal drüber legen. Oder auch nicht. Machen wir noch mal. Ich muss gleich unbedingt Kaffee holen. Das riecht lecker. So, schon besser, ne? Etwas kräftiger wollen wir das doch. Auf der anderen Seite. Was ist das mit dem Schmetterling hier so? Ne, der ist ein bisschen sehr groß, ne? Nur die Uhr. Lass das so trocknen. Ich möchte nicht die Tropfen verpusten. Verpusten. Leute, Leute. Ich sag's dir. Jetzt muss ich mir einmal kurz hier ins Wasser. Mich wirklich, wo die schwarze Schablone gelandet ist. Das gibt's gar nicht. Gibt Sachen, die gibt's gar nicht. Ist mir echt ein Rätsel. Die wirklich irgendwo hier unter den Papieren liegt, das wäre ja echt der Knaller. So, aber ich habe noch eine andere schwarze. Jetzt brauche ich aber noch ein Blatt. Ein Blatt wäre nicht schlecht. Ein Blättle. Habe ich keine Buchseite mehr hier liegen? Hallo? Habe ich die alle schon eingesaut? Ja, was habe ich hier noch? Achso. Hier ist, ja, das könnte ich auch mal hier rausmachen. So eine Soft Mold von Stamparia. Da habe ich diese
Von Stamperia gibt es ja diese Cream Paste, ne, die wie so Sahne ist, so schlecht aufgeschlagene Sahne, so sieht die aus. Und die habe ich hierfür genommen und die ist relativ flexibel, wie du siehst, ne, das ist nicht hart oder so. Das ist jetzt ja wie so eine Gummischicht, fühlt sich das an. Entweder stückweise oder aufs Cover, die Rückseite vom Cover. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ist denn mein Cover überhaupt? Hier habe ich auch schon wieder so Gedöre drin. Meine Güte. Hier habe ich schon Deko ausgeschnitten. Achso, da sind Servietten auf Kraftpapier. Einfach Servietten draufgeklebt. Einmal schwarz, einmal weiß. Schwarz. Einmal Kraftpapier, einmal weiß. So. Mein Gott. Aber dieselbe Serviette, ne? Dass das halt so unterschiedlich ist. Da sind die Signaturen. So, hier vorne kommt das Dings drauf. Aber hier hinten? Nee, dann ist ja die ganze Weltpappe versteckt, ne? Doch nur die Hälfte vielleicht, so als Fenster. Oder aber... Könnte das hier auch drinnen? Als Tasche. Ich habe jetzt hier einfach nur so ein bisschen auf den Stoff rauf rumgestempelt. Aber hier so als Tasche. Jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich da schon mal durchgenäht durch sowas? Obwohl, dürfte ja nichts passieren. Ne? Das ist wirklich wie Gummi, fühlt sich das an. Wenn ich das einfärbe und dann hier so die Hälfte, so ein Stück als Tasche. Was sagst du? Ich höre dich nicht. Die Gudrun hat bestimmt irgendwie was jetzt gesagt. Und ich habe es nicht gehört. Dann guckt da auch noch so ein bisschen Geflattertes raus. Oder, jetzt muss ich gerade mal, so, wenn das zu ist. Hier kommt ja mein Verschluss drauf. Immer diese Entscheidungen, ne? Es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Ich könnte aber auch hier draußen Verschluss bauen, ne? Eigentlich. Ich jetzt mal hier so einen Streifen davon nehmen. Irgendwo werde ich schon noch runterkriegen, also. Nee, weil ich ja die Dings-Sternbindung mache, die Starbindung, dann da nicht. Ja. Ich glaube, ich bleibe doch bei der Tasche von innen. Welches nehmen wir hier? Welche Blätter? Die Blätter sind echt schön. Also es ist wirklich super gut abgeformt, also modelliert mit dieser Cream Paste. Ich habe diese Cream Paste so auch noch nicht benutzt. Das ist auch das erste Mal gewesen. Es hat auch wirklich sehr lange gedauert. Ne? Das lag bestimmt jetzt 3 Tage auf der Fensterbank. Das fühlt sich super gut an. Und wirklich sehr detailliert. Also bin ich ja begeistert. Wenn das jetzt eingefärbt ist, kann ich mir vorstellen, sieht das echt cool aus. Ja, ich mache da eine Tasche draus. Ich muss gerade mal gucken. Haben wir denn hier 9 cm? 9 cm mit der Naht hier unten und das ganze. Schneid jetzt erstmal hier so 9 cm. Pi mal Auge 9 cm. Auch nicht zu dünn, nicht zu dick und nicht zu dünn. Das ist wirklich wie so, ja, Gummi. Gummi, Gummi. Das kann man ein bisschen hier.
Da kannst du ja ruhig so rumfuddeln. Fluddeln. Wenn ich hier mit der Nähmaschine drüber gehe, ich brauche diesen Rand hier so ein bisschen. Und das doch hier draußen. Mit den Flügeln kann ich dann auch wieder das verdecken. Nee, ich mach die Tasche, gefällt mir hier besser. Das gefällt mir da besser. Aber erstmal wird das eingefärbt. Lege ich aber an die Seite. Das mache ich jetzt nicht. So, ich habe jetzt immer noch keine Buchseite gefunden. Du lenkst mich wieder total ab. Das sind alles nur die Doppelseiten. Und das ist eigentlich egal. Nur die ist ja egal. Egal, Kohl. Könnt ihr auch mal mit was Grünem da dran gehen, ne? Das ist Acrylfarbe, verflüssigte Acrylfarbe. Ist das Acrylfarbe? Auf alle Fälle dunkles Grün von Stamperia. Ich weiß, ich habe wieder die Düsen nicht sauber gemacht. Mecker ruhig mit mir. Ja, ich weiß. Ich weiß es ja. Ja, der spritzt natürlich nicht so schön. Das wird, glaube ich, nichts. Dies wird nichts. Irgendwo muss mein Frosch hier sein. Muss ich mal suchen. Hier so ein Schiebefrosch. Ab auf die Fensterbank, die schon total voll ist. So. So, so, so. Nochmal so eine. Vorhin haben wir die andere gemacht. Jetzt machen wir mal die. Aber dafür nehme ich brauche mal so Gadgetto-Arm. Ich komme da gar nicht dran, was ich haben möchte. Ich komme da nicht dran. Ja, Peeled Paint. Das ist aber schön.
Das ist schönes Grün. Mein Lappen, mein Lappen, mein Lappen, mein Lappen. Schneide ich mir das schon mal gerade direkt. Etwas kleiner. Dann dudle ich da drum rum. Ist alles trocken hier. Ja. Und das muss jetzt dann auch nicht, wer weiß, wie exakt sein, ne? Ich mag das ja, wenn es so ein bisschen diese Skizzen-Variante so hat. Das ist so wie so Meditation für mich, Nudeln. Nur der Stift und die Linien und ich. Wir sind völlig eins. Ja, ich habe heute den Kasper gefrühstückt, sorry. Ich bemühe mich im Übrigen. Also das eine Journal hier, diese Natur Journal Challenge, ist ja eine Tauschaktion. Ne? Also das fertige Journal, also ich habe mir das zeitliche gesetzt bis spätestens 5. März muss dieses fertig sein, damit ich das dann losschicken kann. Das muss ja noch weggeschickt werden. So, aber gleichzeitig, oder beziehungsweise die Petra Lemmy hat ja auch eine Journal-Aktion gerade laufen. Da ist das Thema Frühling. Und ich bemühe mich gerade irgendwie so simultan zu arbeiten. Wobei bei Petra muss ich das Journal ja nicht wegschicken, nur halt die Fotos dann zu ihr bis zum Ende des Monats. Also von daher wundere dich nicht, dass es hier immer so ein bisschen hin und her. Habe ich soweit alles? Ja, ne? Doch. Also mit den Schattierungen auch, finde ich, das gefällt mir das sogar richtig gut, ne? Weil hier ist es ein bisschen weniger Farbe drauf, dadurch ist es hier heller. Ja, kann man noch hier so ein bisschen andeuten. In der Rand eingefärbt. Wo ist denn mein? Da. Was haben wir hier? Fried Burlap, das ist der falsche. Obwohl. Und dann kommt das entweder auf eine Journaling-Karte drauf oder auf eine Seite. Wird das noch irgendwie drauf gelayert. Also so finde ich das schon mal ganz hübsch. Ganz hübsch. No? Ganz hübsch. Oder? Was sagst du? Doch. So, na, hier zum Beispiel auch sowas hinten drauf, irgendwie so, irgendwie.
muss man gerade gucken, dass ich meine Deko hier alle. Spritzer könnte. Eigentlich könnte man noch ein bisschen weiße Spritzer drauf machen, sehe ich jetzt gerade mal. Doch, ein bisschen weiße Spritzer geht immer. Oh. Water. Und da bitte Water, ne? Ein bisschen Water. Ja. So ist doch gut. So ist gut. Ab in die Trocknungsecke. Seifenblasen habe ich auch noch nicht gemacht, ne? Seifenblasen. Ich muss mal gerade was holen. So, schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, gute Frage. Nächste Frage: Welche Farbe nehme ich denn? Welche Farbe haben wir hier? Uncharted Mariner. Das gleich ja nur so dippen. Schon die Finger wieder versaut. Schon die Finger wieder versaut. Was haben wir jetzt hier? Peel Paint. Übrigens was ich überhaupt nicht mag, hier so Seifenblasenzeugs, ne? Also generell so mit Wasser in meinem Arbeitsbereich hier mag ich gar nicht gerne. Das mag ich gar nicht gerne. Irgendwie sind mir die Blasen auch zu klein. Also bitte. Ich mag das nicht. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das nicht mag? Brass. Also hier ist ein Brass Kupfer. Nee, Messing. Messing. Ja. Dann gehen meine Blasen kaputt. Funktioniert das eigentlich auch, wenn man da Pulver drauf streut? Farbpulver, Pigmente.
Weiß das jemand? Weiß das jemand? Ich habe nämlich hier so eine hübsche Kiste voll mit Brushos. Und ich weiß, was Brushos sind. Das sind Brushos von der Firma Colorcraft. Das ist so ein Pigmentpülverchen. Wenn du dir sowas zulegst, nicht aufmachen, sondern einfach nur hier oben so ein Löschchen rein. Es passiert genauso was wie, ne, bei dem anderen. Die Blasen gehen kaputt. Die Blasen gehen kaputt. Hier sind übrigens auch Blasen drauf getrocknet. Wollte ich nur mal gesagt haben. Da, da so. Ja, bei dem Blauen, ne, was soll ich sagen, da ist einfach nur ein großer Fleck. Da ist einfach nur ein großer Fleck getrocknet. Ja. Mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Aber da ist ja keine Farbe dran, das ist ja das Problem. Das ist das Problem. So, mache ich Farbe drauf, gehen sie kaputt. Nein, bleibt hier. Ah, guck mal. Das finde ich doch jetzt mal schön. Und wo ich das sehe, fällt mir gerade ein. Aber naja, da steht ja Seifenblase, steht nicht Blasen. Ich habe jetzt gerade an meine Bubblefolie gedacht. Aber da steht ja Seifenblasen. Ah ja, machen wir mal, gucken mal hier. Irgendwo habe ich doch auch hier was Dunkles drin. Ne? Lemon. Orange. Was Braunes. Machen wir nochmal den Pustefix. Jetzt kommt schnell das braune Zeugs da drauf. Und schnell das Papierchen her. Ich bin zu langsam. Lassen wir mal. So, das war's mit dieser Sauerei hier. Das war's damit. Ich schaff das mal eben hier weg. Wasser ist weg. Dann habe ich da so ein bisschen rumgespielt mit der Frottage-Technik. Mal auch so was nehmen oder lieber. Habe ich eigentlich auch mal ein bisschen anderes Papier? Ja, das ist immer so das Problem, ne, bei uns mit dem Papier. Das ist immer ein großes Problem. Aber ist egal. Nehmen wir gefärbtes. Nicht ganz so, da. Das. Und zwar nehme ich hier Prägefolder. Der ist ja, ne? Das ist ein Datum aus so einer Rückseite. Und dann gucke ich gerade mal. Könnte man dann auch wieder eine Karte mitmachen. Oder.
Ölfarben. So, nehmen wir die Ölfarben. Ja. Nehmen wir die Ölfarben. Ist egal. Schneide ich mir nachher nur was von raus für irgendein Bild oder so. Rosen. Rosenranken. Und noch eins in einer anderen Farbe oder was haben wir denn hier? Das Muster gefällt mir jetzt nicht so. Nicht so. Suche gerade ab. Das habe ich gesucht. Man kann ja theoretisch auch so ein Die-Cut darunter legen. Müsste ja normalerweise auch funktionieren. Nehmen wir mal hier Orange. Ja. Und zack, hat man das auch dann da. Also, funktioniert mit jedem Die-Cut dann auch. Das werde ich mir jetzt direkt ausschneiden. Schere. Und das noch ein bisschen weiter verarbeitet. Und dann kommt das auch als Deko irgendwie. Oder in der Collage mit rein. Oder. Oder. Hier mit den Aquarellwachsmalern. Da habe ich schon die Tage. Ich weiß gar nicht, wo das hin ist. Ich muss mal gerade gucken hier. Ach Gott, nee, Leute, ich sag ey. Das sieht, ne? Und das ist nur ein kleiner Teil von dem, was hier so um mich rumsteht. Irgendwo ist auch das schöne Teil davon, das ist das Abfallteil davon. Da habe ich nämlich hier mit Heißluft Föhn, also mit der Heatgun und hier, ne, das heiß gemacht und einen Stift da drauf und dann hier so drauf, weil ich mein kleines Reisebügeleisen noch nicht gefunden habe. Werde ich dann, wenn ich das rausgesucht habe, nochmal mit dem Eisen probieren, aber irgendwo hatte ich schon so eine, ja, ich weiß es jetzt gerade nicht, irgendwo im Weiten ist es, irgendwo, ja, dann hier habe ich ja, das sind Servietten, die ich aber irgendwann vor Urzeiten mal gemacht habe, ne, gar nicht, weil die habe ich die Tage erst gemacht, die anderen sind alt, die habe ich ja die Tage erst gekauft, mit Kleber. Ne? Kleberwassermix. Luisa hatte vor ein paar Tagen doch auch hier in ihrer Löffelliste sowas drin. Das sind alte, die habe ich vor Urzeiten schon mal gemacht. So Fetzen davon. Ja, das giftig grüne Papier, wie du siehst, das habe ich aus den Signaturen wieder rausgeholt, weil mich das extrem genervt hat. Oh ja, da habe ich die Tage. Ich habe so einen Stempel, so einen Baumstempel, ne, und den habe ich dann embossed. Das erste Mal mit diesem goldenen Embossing-Pulver. Und das ist nicht das von Ranger, nein. Wo habe ich denn das? Da. Das ist von, wo ist denn das überhaupt? Stamperia. Wie kann es auch anders sein? Stamperia. Also ich bin echt total begeistert. Also fast, erst habe ich ja gedacht gehabt,
irgendwie, ne, ist das einfach nur Glitzer, haben die sich hier vertan oder so, aber nein, wenn du das dann drauf machst, dann wird es in der irgendwann, ne, wie soll ich sagen, das wird so auf einmal, als wenn es so weißlich wird, ne, dann siehst du, dass das dann halt erboss ist, ne? Aber ich finde es cool und das blinkt und funkelt, das kann man in der Kamera gar nicht so einfangen. Das funkelt hier, das ist unfassbar. Ich fange auch schon an, in Superlativen zu reden, ne? Unglaublich und unfassbar. Ja. So. Habe ich heute schon mal so gesagt. Ich nehme jetzt mal meinen schlauen Zettel her. Mein schlauen Zettel. Irgendwo hatte ich auch einen Stift. Also. Frottage kann man abhaken. Spritztechnik, Doodles. Struktur, ja. Struktur habe ich ja. Fällt alles runter. Achso, das wollte ich dir ja noch zeigen, wie ich das gemacht habe hier, ne? Hier. Und zwar, Moment, ich hole mal gerade alle Sachen dazu. So, Dille. Hurra, hurra, ich habe meine Dings gefunden, die ich gesucht habe. Hurra, hurra. Ja, lag unterm Papier, wie ich es vermutet habe. Also, ich habe hier so Mixed-Media-Papier. Mixed-Media-Papier heißt, wie schon da steht, ideal für nasse und trockene Techniken. Ich liebe dieses Papier. Habe ich einmal hier von Uhu diesen kleineren Block. Was hat denn der hier? 22,5 mal 21. Aber ich habe auch großes A3-Papier. Mixmedia. Und halt auch 30 mal 30, weil ich liebe es ja wirklich, mit Farben rumzumatschen und rumzusauen. Und von daher. Ja. Also, du nimmst dir dann Farben deiner Wahl. Ich denke, Acrylfarben wird auch jeder so irgendwie zu Hause haben. Ich weiß gar nicht, ob es mit anderen Farben genauso funktioniert, aber sollte auch mit Sprühfarben oder wie auch immer funktionieren. Nur ich mache es halt jetzt hier mit Acrylfarben. Oh, da ist nicht mehr zu viel, dann können wir den Rest auch leer machen. Als erstes werde ich mein Papier einmal kurz mit weißem Gesso. Du kannst auch Binder nehmen oder was auch immer du da hast. Aber ich denke auch, Gesso wird mittlerweile jeder zu Hause haben. Ich hatte auch mal hier irgendwo eine Rolle. So. Du kannst das auch mit dem Pinsel machen. Also, war nicht das Problem. Wie ich immer so schön sage, du arbeitest mit den Sachen, die du am liebsten hast und ich mit denen, die ich am liebsten habe. So, einmal grundiert. Muss jetzt nicht, wer weiß, wie clean sein. Geh nur einmal hier so drüber. So. Ich habe definitiv zu wenig Platz hier auf meine 7,80 Meter. Ich weiß. Was war das denn für ein Blups? Blubte mir einfach auf den Finger rum. Hat mich voll getintet. Kennst du jetzt noch den Spruch? Hat mich voll getintet. Bei Findet Nemo war das. Kannst das auch mit dem Pinsel auftragen, ne? Also, ich zeige dir das, dass das auch mit dem Pinsel funktioniert. Wenn man denn genügend Farbe hat. Jetzt ist sie dann auch endlich leer.
denkst, ach komm, das Grüne, das ist ja jetzt nicht mal so. Machen wir noch ein bisschen was anderes mit bei. Kannst du das auch tun? Ist gar nicht das Problem. Mache ich ja auch gerne. Und ich einfach mal so wild noch eine andere Farbe für Schattierung oder nehme. Mach mal meinen Pinsel gerade ins Wasser. So, dann nimmst du die Schablone deiner Wahl. Ich nehme jetzt in dem Fall hier die Blätterschablone. Leg mir die hier drauf. Ich habe im Übrigen mir den Rand einfach nur weg, weil ich mag diesen geraden Rand, diese gerade Kante nicht in meinen Werken. So, leg mir das jetzt hier drauf und nehme mir jetzt einen Lappen. Babytuch, du kannst auch hier einen Lappen nehmen, ein Feuchttier, Küchentuch und dann wische ich da einfach so drüber. Achte nur darauf, dass mir die Schablone halt nicht wegrutscht. Und zack. Sieht das so aus wie so ein Jelly-Druck. Die jetzt nochmal hier unten so hin. So, und das war's schon. Das ist schon das ganze Geheimnis. Das ist schon das ganze Geheimnis. Keine Hexerei, ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Ich hatte ja das große Glück, in den 80ern zur Schule gegangen zu sein. Also, ne? Bin ja Jahrgang 70. Bin also in den 80ern in meinen Teenie-Zeiten. Und mein Kunstlehrer war sehr ambitioniert, also der war selber Künstler, ne? Der war nicht einfach nur Kunstlehrer an der Schule, an der weiterführenden Schule, sondern der war auch Künstler an sich. Und ja, der hat uns im Kunstunterricht wohl nicht nur immer so Standardprogramm unterrichtet, sondern viele, viele solche Dinge, wo er halt seine Bilder auch mit gemalt hat, die er dann auch verkauft hat, ne? Also von daher, wie gesagt, das habe ich aus der Schulzeit. Genau wie die Rakeltechnik, denn er war ein großer Freund von Richter, dem berühmten Maler. Ja, das machen wir. Und dann mache ich noch mal eins mit der schwarzen. Glaube, bei Action gibt es auch solche Blöcke. Da weiß ich allerdings nicht, ob da bei Action Mixed Media Papier drin ist. Ich habe mein Kreativjournal, das weiß ich definitiv. Ich zeige dir das mal gerade. Aber das solltest du, wenn du meinen Kanal verfolgst, dann kennst du das sicherlich. Dieses hier, das ist von Action und das ist definitiv auch Mixed Media Papier. Ja, also, das ist ja hier immer im Wechsel. Na, einmal ein bisschen strukturiert und einmal wieder glatt. Also das ist schon, ja, du siehst ja, ne? Also das muss bei mir auch schon sehr viel aushalten hier. Also da passiert viel mit Wasser und Farben und Flüssigkeiten und ja. Man muss nicht immer nur die Markendinger hier holen. So. Aber ich glaube, das mache ich so. Das hier, ja, das passt ja hier so. Desto besser lässt sich dann die Farbe wieder runternehmen. Gesso sollte da vorher drauf. Oder hier, du kannst auch, wenn du kein Gesso mehr haben solltest, hier sowas vorher darunter machen. Oder
ein Läppchen. Wenn du solche filigranen natürlich hast, musst du ein bisschen vorsichtiger sein, damit du das nicht zu sehr umknickst immer, die, ja, die einzelnen Benöpels hier. Ne? Ich finde das schön. Ich mag diese Art dann, ne? Dadurch, dass die. Versuch mal ein bisschen näher ranzukommen, damit du das siehst. Ne, das ist ja dann auch hier so ein bisschen, ja, wie so, wie halt wie von der Jellyplate, so dieser Abdruck. Ne, ist ja praktisch auch hier. Das ist ja bei dem anderen genauso. Da hast du das dann auch, als wenn du das irgendwo abgezogen hättest. Also wie gesagt, man muss nicht unbedingt nur mit der Jellyplate sowas machen. Das geht so auch. Klar, bei der Jellyplate hast du nochmal andere Effekte dabei, ne? Aber ich finde, das ist auch eine gute Alternative hier. Ich habe mit der Jellyplate ja auch schon länger nichts mehr gemacht. Könnte ich eigentlich auch mal wieder. Ja, wie gesagt, ich schneide mir das dann, ne, richtig schön in Form, wie ich das dann benötige. Und dann mal gucken, ob ich das noch irgendwie Doodle, irgendwie was oder Embossing fände ich auch cool. Ne? Ich habe ja auch einen Stift, wo ich dann so einzelne Partien embossen könnte. Von daher finde ich das schon ganz gut. Ja, ich glaube, das war's heute aber. Ich muss jetzt mal ein bisschen hier das Chaos sortieren, damit ich mal. Ich glaube, ich habe jetzt alles so an Papieren fertig, so dass ich jetzt mal wirklich komplett Dekorationshaufen machen kann. Und so weiter und so weiter. So, das war's. Ich sag dann mal, ne? Tschö. Tschö mit Ö. Sorry, dass das heute so ein bisschen chaotisch war. Aber ja, das ist halt der Wahnsinn hier. Das ist der ganz normale Wahnsinn hier. Wenn du magst, lass mir gerne einen Kommentar da, was du so zu meinem Wahnsinn-Chaos sagst. Nein, ich brauche kein Mitleid. Ein bisschen auf den Arm vielleicht, aber nur ein bisschen. Gut, gut. Wenn du magst, wenn du Lust hast, hören, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.